trotzdem unseren Bernd Trenko. Viele kennen ihn ja bestimmt noch von seiner Zeit beim Audi 50. Aber angefangen hat er eigentlich 1974 mit einem NSU 1200 TT. Und fuhr dann diverse Rundstreckenrennen, Slaloms, am Berg auch, Sauerland-Bergpreis, Osnabrück, Solingen, Wuppertaler Pfingstslalom. Und erst 1979 hat er sich den Audi 50 gekauft und wurde damals mit einem Faital-Motor bestückt, auch mit Kugelfischer Einzeldrossel. Und und das Auto hat er behalten bis, da müsst ihr bis zum Ende des Videos warten. Natürlich lief nicht immer alles glatt. Einmal hat er einen Ersatzmotor gebraucht. Dann hat er sich am Sauerland-Bergpreis gedreht, weil die Sperre nicht mehr aufgegangen ist in der Zielkurve. Damals gab es ja noch sehr viel Werksunterstützung und das wurde halt auch dementsprechend honoriert. Und so hat er 1981 zum Beispiel für 4 Klassensiege 575 D-Mark Prämie bekommen. Das ist heute erstens mal unvorstellbar und zweitens, es war Anfang der 80er Jahre, das war ein Haufen Geld, Wahnsinn. Und 1982 wurde bei ihm und seinem Bruder in der Werkstatt eingebrochen. Die hatten ja einen Dachdeckerbetrieb. Also da war schon was geboten damals. Heute würde man Napalm-Trio sagen. Also die Konstellation Willi Rücker, Bernd Trenko und Theo Leutner. Die haben sich ja überhaupt nichts geschenkt an der Strecke. Und es war immer Wahnsinn, wie die um die hundertstel Sekunden gekämpft haben. Also das war schon richtig großes Kino, was die damals veranstaltet haben. Aus gesundheitlichen Gründen hat der Bernd dann Ende der 90er Jahre aufgehört und hat den Audi 50 eingemoddet. Wir hoffen alle, dass er 2024, spätestens 2025 ein großes Comeback bekommt. Und zwar gekauft hat den Audi 50 kein geringerer als der Franz Weißdorn. Bernd hatte vor einigen Wochen einen Eingriff am Herzen und ist aber auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung und geht ab dieser Woche in die Reha. Und da drücken wir ihm alle Daumen, dass er gesundheitlich uns noch ein paar Jahre erhalten bleibt, wenn es nur als Zuschauer am Berg ist.